Boah. Er wird so gleich. Letzter. Hat nicht gespuckt. Ich bin jetzt hier weg. Ich kann das nicht. Lass das nicht. Ja! Ich will nicht, dass er hier spuckt. Du wächst nochmal ab. Nein. Du wächst auch ab. Nein. Er schafft, er spuckt gleich wieder. Ja, die schmecken halt echt nicht gut. Nein, nicht das Auge ausstecken, das ist ekelhaft. Emma, Esch auf! Puh, das kannst du nachher im Bier. Jetzt stinkt der auch. Ja, so, wahrscheinlich das riecht aber dem Arsch, auf ich 3 Wochen lang nicht duschen war. Nein! Nein. 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 Ja! Ich kann das nicht, ich spuck da Max. Ja, ich auch. Also ich spuck ihn auch. Max, du redest gerade auch so gut, dass ich es ablenken soll. Ich muss die Scheiße essen. Guck mal. Ja, dabei. So sieht es aus. Das ist Geschichte. Wie kann man denn so ein Magen, wie kann ein Magen so aussehen? Ich kann auch nicht. Also, wir fangen jetzt an. Herzlich willkommen bei TipTapTube zu diesem neuen Video. Wir machen heute Lecken, Beißen oder Nichts. Ich habe hier gerade Lecken, er ist gerade Beißen. Ich möchte behalten. Mama hat alles vorbereitet, wir waren extra einkaufen. Mhm. Mehr seht ihr bei Mama auf dem Kanal, was wir alles geholt haben. Christian, die wollten eigentlich kurz losfahren, aber dann dachte ich mir so, jo, Mama würde das Ganze vielleicht auch freuen. Von daher würde ich sagen, kommt einfach mit. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Kinder und ich sind startklar. Hi. Es geht in einen Ort, den zeige ich euch gleich. Also, verratet mir jetzt, wo es hingeht. Es geht shoppen. Ich dachte schon, ihr wollt mit mir hier zum Fitnesstraining. Wir sind jetzt gerade. Also heute zum Sport wollen wir nicht, weil wir sind K.O. Wir wollen jetzt... Okay. Ganz in die Nähe hier zum Asienmarkt. Wir brauchen da ein paar Sachen, da gibt es richtig geile Sachen, die man gar nicht kennt oder so. Würde ich sagen. Ja, Moment, oder? Also ich wollte ein bisschen was holen, was man nicht so kennt. Da gibt es voll geile Pringles auch. Oder? Pringles? Ja, zum Beispiel. Also wir gehen jetzt in Asia shoppen. Ich war bei Mama mit dabei beim Einkaufen mit Chrissy. Ja. Das wird einfach nur richtig abartig. Ash kam gerade raus und dann sagte, boah, der Fisch stinkt. Also ich sag mal kurz Fisch. Ich so, da gibt's noch schlimmere Sachen als Fisch. Das Ding ist, mir ist jetzt schon so ein bisschen schlecht vor dem Video, ne? Ja. Dir auch. Dir auch. Vielleicht, kannst du mal vielleicht kurz mal einfach nachher und dann geht's uns danach. Wir brauchen kurz einmal. Ich meine, ich glaube sogar ernst. Lass anfangen. Ja. Lass anfangen, wir sind schon fertig. Jetzt, dass ich den gefällt. Ja, dass man das nicht sieht. Da kann man so ein bisschen erahnen, was da steht. Also ihr kriegt jetzt eine Sache, ja? Und daran wollt ihr alle riechen, ja, lecken und essen. Einer nichts, einer leckt und einer beißt. Genau. Okay, das ist direkt also, die erste Portion. Wisst ihr, was das ist? Ich zeig euch mal. Also das sind diese Nudeln. Max meinte, das sind die schärfsten. Die sind sehr, sehr scharf. Ich hab da gerade einen gerochen und hab die Schärfe meiner Zunge gespürt. Die sind unnormal scharf. Diese hier. Okay. So, also, wer möchte welchen Zettel? Ich möchte die Mitte. Ich will essen. Du möchtest es essen? Dann musst du gleich aufsteigen, ne? Nimm. Dann tauschst du mit Popcorn. Was? Du hast nichts? Beißen! Wir tauschen. Was, tauschen? Ja. Du wirst es bereuen. Du hast dich mal gegessen, komm. Du willst freiwillig die schärfsten Nudeln in der Welt essen? Wer muss denn lecken? Ich, ja. Dann. Ach so, ja, dann. Also ich muss, also Ash hat Hunger scheinbar, ich muss trotzdem auch. Ash, du wirst gleich noch mehr Durchfall kriegen. Es ist ungefähr so, nee, spoil mich nicht. Die sind schon hart. Ungefähr scharf. So wie Hot Chip? Weiß ich nicht mehr, ich hab die, das ist schon länger her. Aber ich weiß noch aus der Erinnerung, dass die super scharf sind. Dann also guten Appetit. Ja, einfach rein im Mund. Die brauchen ja schon mal Milch. Die schmecken nach normalen so Instant-Nudeln. Bloß halt scharf. Aber ich habe alles reingehauen, was da drin war in der Tüte. Und das da waren zwei große Pulver.
So, ich nehme jetzt hier schön. War gar nicht so schlimm, ne? Das ist schon hart, ne? Ich leck mal ab. Ihhh, Max! Wie das aussieht! Wie so eine Kuh. Oh, das Ablecken? Oh, okay, warte, Schärfe kommt langsam. Ja, okay, aber. Oh, Junge! Okay, also das ist schon scharf, ne? Brauchst du einen Toast? Brauchst du noch einen Löffel? Willst du noch eine Gabel nehmen? Okay, okay, next. Erste Runde haben wir geschafft, komm mal. Hier kommt schon mal das zweite. Das ist irgendwas Komisches. Ja, wir waren übrigens im Asialaden wieder einkaufen. Wir haben da so krasse Sachen. Uff. So, wer will welchen? Ich den hier. Ich weiß gar nicht, was es ist. Esch auch. Wollt ihr mich verarschen? Dann hab ich wieder nichts. Ich hab wieder die goldene Mitte genommen. Das Ding ist, ich hab den mal probiert mit Chrissy irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist schon lange her, aber ablecken, ja. Ich hoffe, die sind gewaschen. Innere, glaube ich, davon essen. Was ist Pulti, das? Glaube ich. Also. Sweet Tamarind. Kennt ihr da? Musst du. Warum raucht das, wenn man das aufklagt? Das ist verschimmelt. Habt ihr gesehen? Aber guck mal, wenn man die aufklagt, Leute. Das. Ja. Die haben Kerne. Das ist es Nachtisch? Also ist es süß? Mhm. Ja, es ist Datteln, glaube ich. Datteln? Das schmeckt so wie ähnlich wie Datteln. Okay, also als Zuckersatz kann man das bestimmt sehr gut essen. Nimm mal eine Zunge. Das raucht so auf. Das sieht so komisch aus. Junge, die Kerne sind einfach Steine. Das ist normal. Einfach Steine. Ja, die quant nicht. Natürlich. Du musst einmal ablecken. Von dem. Die sind klebrig. Hast du schon abgeleckt? Ja, schon. Du hast deine Schale abgeleckt. Nein, auch der. Okay. Auf Geschmack 7 von 10. Ist es süß? Ja, ist süß. Datteln. Ah, okay. Ja, aber sieht ein bisschen random aus, ne? So, guck mal, das sieht da nicht ganz interessant aus. Lecker, nicht eklig. Das hat Christi so ausgesucht übrigens. Zeig mal. Irgendwas mit Rosenblättern. Romantisch. Keine Ahnung. Für einen Abend zu zweit. Ja. Das sieht aus, als was ich essen möchte. Vielleicht möchtest du mal. Wehe, du hast wieder nichts. Ich hab wieder Glück. Und auf nichts. Was ist das? Ich mach das jetzt, ja, aber das wie kann ich das nicht sein? Die ist da wirklich nass. Oder? Nein. Das sind irgendwelche Kugeln. Das ist Mochis. Nass. Nee, weißt nass. Du, wie das aussieht? Nass? Bäh, warum ist das nass? Das sieht aus wie Seife oder so. Du guck mal. Nee, Badekugeln. Die sehen komplett geil aus. Weil ich hab Beißen gehabt, ne? Hä? Hö? Also Gummi. Ey, wie die riechen eklig. Guck mal. Das bah! Oh! Was ist das? Das riecht nach Kuh. Das sieht aus wie eine Erdbeerkugel, aber die riecht. Kuhstall. Die gerade frisch ausgeschissen oder so. Ja, Kuhstall. So aus der Kuh hinten raus. Nee, wirklich. Hast du abgeleckt? Ja. Yeah. Schmeckt's? Das mach mal auf, gib mal her. Beiß da jetzt rein. Ach du Scheiße. Warum stinken die denn so? Wonach schmecken die? Also, guck mal. Hä? Was ist das? Ich meine, dass ich mich gerade in die frische Blume reingebissen habe. Oh, das sind Rosen. Aber warum stanken die so? Warum stinken die so? Aber ganz oh, direkt nach Blume einfach. Ich habe nie Gänseauto von dem Scheiß bekommen. Tatsächlich. Also ich finde, das ist sehr... Die stinken? Ja, die stinken. Das schmeckt nicht so clean aus, ne? Die schmecken nach Rose. Mhm. Aber stinken aber nach... Aber sind übertrieben klebrig und schmierig im Mund. Also so richtig so... Schmeckt nicht? Ich würde sie niemals wieder freiwillig essen. Okay. Das kann, also Christi kann ein bisschen was abhaben. Sie fand das ganz interessant. Ich habe gesagt, okay, dann nehmen wir das mal mit. Für Christi. Ich habe immer noch so eine Schicht von dem Zeug im Mund. Waren die eingefroren? Ja. Kann ich noch ein Dings haben? Zettel? Den will ich nicht wieder haben, ne? Ash, wonach rieche ich? Oh, das kriegst du jetzt nicht mehr knutschen. Scheiße. Nächste Runde, Ash, diesmal ziehst du das erste los, nicht Mama. Okay. Ich hab letztes Mal auch nicht gezogen. Nimm einfach irgendeins davon. Mama, ich geb dir das. Ey, wehe. Oh, ja! Schnucki, nichts Schlimmes bringen. Nichts. Ob das schlimm ist, ja? Musst du essen? Also Ash, du hast heute echt am meisten lecken, oder? Allerdings mit Chili auch. Also, Mixed Seafood Snack. Also See... Diese Algen, oder wie heißt es? Ja, aber die sehen so orange aus. Das riecht nach Futterhaus Heuschrecken. Echt jetzt? Oh, tatsächlich. Ganz da sind bestimmt Insekten drin. Ja, gönn dir.
Ist aber mal. Ich muss ja beißen, aber ich muss ja nicht kauen, ne? Also nochmal abbeißen und wieder ausspucken. Nein, mach schon richtig. Das sieht eklig aus. Wenn du reinbeißt, kannst du auch direkt. Warum kleben die? Kleben. Und die stinken, Leute. Aber warum sind die klebrig? Das ist doch eine halt immer mal zu dran. Nee, mach selber. Ich will nicht anfassen. Die dürften süß sein. Toll! Und wie soll ich sie jetzt abbeißen? Wenn das ist scharf! Ja! Schnucki braucht gleich mehr. Als ob die so scharf sind. Das steht doch scharf! Ja, aber als ob die mit so Chili scharf sind. Mama, was machst du? Einfach einbeißen. Essen halt. Ja, einfach. Warum steht bei Weiß nicht eigentlich essen? Das ist voll dumm. Oh, das ist einfach abartig. Ist nicht scharf? Doch. Das kommt nicht sofort! Als ob die so scharf sind. Ich bin froh, dass ich diese Runde nichts boah, hatte. Was ist das? Genau, was? Ist das ein Lebensmittel zum Essen? Ja, scheiße. Gönn dir mal einen Hotchip. Warum auch gekocht, ne? Das ist einfach abartig, wirklich. Kopf. Krieg ich den Zettel da hinten? Und scharf. Oh nein, Alter! Ah! Wo du nach Hotchip gefragt hast? Nein. Okay. Ich hab Angst. Ja, bitte beißen, Mama. Ich hab Angst. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein! Ich hab Flecken. Geil. Wichtigste Runde bis jetzt. Wie? Wichtigste? Ja. Die krasseste Runde jetzt. Ja, aber immerhin. Nee, da kommt noch was Schlimmeres. Einmal ablecken. Eine Hälfte. Eine Hälfte, Max. Oh, Digga, dieser Geruch, ne? Also auf Ernst, der Geruch ist hart. Ablecken. Oh, der ist so giftig. Hä? Mach mal Zunge raus, ich leg dir rauf. Nein. Ja, wie denn sonst? Ich habe immer noch die Schärfe von dem davor. Das ist aber so, das ist ganz schlimm. Nein, also wenn du noch Schärfe im Mund hast, ist es bestimmt nicht so schlimm. Ready? Mm-mm. Mehr Zunge! Nein! Mama! Mama! Soll ich dir ein Auge reiben? Ja, hier. Boah, der Grund. Mehr Zunge! Nein, die verbrennt nachher! Was Papa da macht? Die, aber die Milch ist abgelaufen bestimmt. Ja, das war doch noch Schwarzes mit Deckel. Oh Gott. Gib mir irgendwas Toastmäßiges gleich. Zunge raus. 3, 2, 1. Die Zunge fällt gleich ab. Weg. Ich klemme mal so lange mein Stückchen, oder? Oh, das muss halt gut. Mach schnell, 10 Minuten lang nichts trinken, nichts essen. Was ist los denn? Also ich muss sagen, so langsam kenne ich den Geschmack schon. Und die Schärfe auch, aber es ist trotzdem jedes Mal ein bisschen überraschend. Max, 100 Euro, wenn du ganz nass ist. Mm-mm. Nein, Digga, ich nein. Noch, ich fühle mich noch nicht bereit dafür. 500. Ich brauche noch ein paar Tests an, Leute. Ich meine wirklich, ich überweise 500 Euro, wenn du den jetzt ganz isst. Mm-mm. Ich meine wirklich tot ernst, ne? Mm-mm. Bis später, okay? Lass den mal noch nicht wegschmeißen, bitte. Mm-hmm. Ich brauche den noch nachher. Mm-hmm. Also nächste Runde mal. Nächste Runde mal Power mit. Alles, ne? Mein Mund drumherum, weil du mich sogar gebatscht hast. Das ging mir in die Nase gefühlt, oder? Scheiße. Und die Zunge fällt gleich ab. Ja, okay. Kann mit mir reden. Kann ich den Zettel haben? Was ist das? Die sieht so scheiße aus. Sieht aus Pfannkuchen. Aber ja, ich will mir ein bisschen richtig gut schmecken, denke ich mal, oder? Da sind sogar ein paar Bohnen drin. Hä? Also asiatische Bohnen. Meine ein Zunge brennt. Bei mir brennt alles, wirklich. Das ist kein Witz. Okay, Ash. Mama, zieh erst deine. Das geht so, glaube ich. Das riecht gut. Bei mir sammelt sich Speichel, das ist normal. Boah, Alter, auch, ne? Ich will das beißen. Ich will das beißen. Dann tauschen wir. Ich will nichts. Ich will das nicht. Ich hab nichts. Ich mach Pause. Riecht aber dann, das riecht gut. Das riecht nicht gut, glaubst du. Aber andere Sache, kann da ich auch? Das ist alles da. Ja, ich würde es gerne auf Ernst suchen. Ich hab's ja schon gebracht. Mann. Abgeleckt? Ja. Bei mir brennt immer noch alles. Ist das ein Teller von uns? Wann hört es auf? Nein, wir haben auch nicht. Achso. Darf ich das probieren? Ja. Das riecht mich lecker. Auf Ernst? Wo hast du abgelegt? Du hast doch jetzt gerade nichts da, oder? Ja, aber ich brauche was im Mund. Bei mir brennt wirklich alles. Ich will jetzt beißen vor dir. Jetzt darf ich auch beißen. Ich glaube, das schmeckt nicht. Ich kann mir
mir gut vorstellen, dass das schmeckt. Doch, da sind Garnelen drin. Was ist das? Kartoffelpuffer oder wie? Ich weiß es nicht. Oh, das 17. Mai abgelaufen, 23. Hast du erst mal gekauft? Hä? Aber das ist doch im HD oder nicht? Oder ist bei denen alles anders? 17. Mai, 23. Oder haben die das da gemacht? Schon bei mir brennt wirklich alles. Was sie es gemacht haben. Das ist gut, das ist gut. Ja? Garnelen. Das will ich sogar nochmal kaufen. Jetzt kommt hier einmal Banane King Size. Keine Ahnung, was das ist. Warum ist sie halt schwarz? Weil es keine Banane ist. Nein, das ist. Mir ist so schlecht. Das ist eine Kochbanane. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, das ist heute das heftigste Video, was wir in der Richtung gemacht haben. Oh, komm, ist ein Brett. Oh. Sieht mal. Das ist für dich klar. Die ist ein bisschen überreicht, glaube ich. Oh mein Gott. Was hab ich denn? Ich hab nichts. Ich muss diese komische Banane auch essen. Echt jetzt? Kann man die denn ungekocht essen? Ich hab sie jetzt nicht gekocht oder gebraten. Oder? Ich hab Dauergänsehaut hier. Was ist denn das für eine Grütze? Du wirst ablecken dann, ne? Yeah, danke für nichts, nicht Alter. Ganz... Ey, danke für nichts, Mann. Was soll ich jetzt abbeißen? Gönn dir. Ehrenlos. Kannst du mir gleich sagen, wie die schmeckt? Und kann man Kochbananen auch so essen, ohne die zu kochen oder zu braten? Ja, aber warum gibt's denn Kochbananen? Da kann man heißt das Kochbanane? Orange. Ja. Schmeckt sie wie eine normale Banane? Ich glaube schon. Okay. Ja? Okay. Schmeckt die denn oder ist sie süß? Ich schmecke gerade nicht viel. Ah ja, okay, ja. Ich... Okay. Was, das scheint nach Banane zu schmecken. So, nächste Runde, zieht mal. Ich habe gefühlt Bauchschmerzen. Ja. Dann tut auch alles weh. Lecker. Und das gibt's hier in der nächsten Runde. Ja, was? Geil! Nein! Was? Die sind gut? Die sind gut? Die sind scharf. Ja, aber die ist scharf. Ja, aber die sind lecker. Nichts Fresh. Ja, passt. Nee, scheiße. Du hast gar nichts. Du kriegst sie nicht. Leider. Ich darf ablecken. Ich darf abbeißen. Also im Verhältnis zu Hot Chip ist das jetzt echt gut, muss ich sagen. Ui. Perfekt. Schmeckt nach Käse. Ih. Mach mal ab. Max, soll ich jetzt zurück in die Packung packen? Ich hab mich Max, nein! Max! Du nicht da rein! Max! Max, du wirst adoptiert. Ich bin abgegeben. Ja. Das ist ja auch scharf. Oh, die sind aber gut. Was mach ich jetzt mit dem? Schlecht. Ich habe so Bauchkrämpfe. Okay. Mir ist so schlecht. Ich weiß es nicht. Papa, fang mal beim Mund. Ja, schmeckt hier. Was? Fang mal mit dem Mund. Ja. Lass mal. Ich treff Waschbecken. Ey, Papa, das nächste. Denkt ihr, ich treff das Waschbecken? Nein. Nein. Ist denn doch. Was ist denn das hier? Das ist ein 1000 Zeilen zersprungen. Was ist das? Magna Cognac. Google fürs Wort. Du, das ist dein Cognac-Nudel. Was? Wurzel. Nein, Maniok oder so heißt das. Ja, genau. Also, ich habe sie gekocht. Und nach dem Kochen war der ganze Topf wie so eine, hatte so eine Wachsbeschichtung. Im Ernst, jetzt ist kein Witz. Aber den schält man eigentlich, ne? Aber ich kann das nicht essen, weil ich glaube, ich spuck. Glaube ich. So, dann hoffen wir mal, dass Ash jetzt nichts bekommt. Nein, ich nehme auch ein Lecken. Oh, bitte nicht beißen, bitte nicht beißen, bitte nicht beißen, bitte nicht beißen. Oh, ich hab glaube ich... ich hab Lecken. Aber ich will doch nicht diese kacke Rinde ablecken. Was ist das? Puh, die stinkt. Innen drin kannst du ablecken. Ja, einer. Ja, die stinkt wirklich. Auch schon beim Kochen. Ich muss ja nur beißen, ne? Ja. Ja. Kannst du die auch beißen mit deinem Zahn? Nur hab reingebissen. Nee. Die stinkt. Ja, ich krieg Warte, ich frag mich, wozu isst man die? Also, warum isst man die? Ey, das riecht wie... Du heulst schon. Das hat eine Ähnlichkeit mit Rosenkohl, oder? Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, das ist schlimmer. Doch, riech mal dran. Okay, ich krieg gleich, Würgereiz oder so. Ja, okay. Das ist gerade echt too much. Weiter, nächste Runde? Warte, ich muss doch. Ja. Oh, wenn ich das schon wieder sehe. Du sollst da nicht hingucken. Also, ja, das ist eine ganz ekelhafte Nudel. Ich weine. Nudel, wieso sag ich denn Nudel? Junge, ich hab schon wieder Gänsehaut. Was sind das? Das sind Pilze. Das ist dein Lieblingsessen, Schnucki. Nee, das kann nicht sein. Doch, es ist dein Lieblingsessen. Riech mal da dran. Die haben zusammen gekocht. Junge, wir gehen nie wieder im Asialaden einkaufen. Der Arme, der jetzt da reinbeißen muss und essen muss. Ja. Finde ich nicht so schlimm. Riecht ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, so yeah. Ich hab aufgegeben. Du machst doch nicht so viel. Nein! Deswegen hab ich zuletzt genommen. Oh, ups. Also ich hab Lecken. Nichts. Beißen! Max, darf ich dich füttern? Aber nein. Mach mal, ich was Cooles machen. Mach mal Mund, mach mal A. Mach mal A jetzt hier. Max mag keine Pilze. Wow. Oh. Da muss gleich spucken. Ey, haben wir einen Eimer? Haben wir irgendwo einen Eimer? Nein, oder aber wenn so? Wenn er gleich spuckt, dann muss ich auch spucken. Max, mach A. Digga, okay. Warte, wie will er? Ey, wirklich gleich. Max, hat nicht gespuckt, ich bin jetzt hier weg, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja. Gespuckt. Junge, ich heul. Sie haben das halt auch so in den Rachen reingeschoben, ne? Das ist also eklig. Ist das die letzte Sache? Nein. Das ist doch nicht meine letzte. Es kommen noch zwei schlimme, richtig schlimme Sachen. Das ist noch viel schlimmer als das, was da ist. Ja, genau. Also ich muss ja noch ablenken, aber du kannst vergessen, er steht schon mit Bauchschmerzen auf der Couch. Also ich lecke jetzt mal so einen Pilz ab. Oh, ich beiß da auch jetzt rein noch, okay, fürs Video. Nee, mach ich doch nicht. Ey, Max, bitte mach mal Mund A und ich darf einen in deinen Hals reindroppen lassen. Nein! Digga, guck mich, siehst du mich an, wie ich hier heul? Ey, guck meine Augen an. Das riecht denn... Er heult. Lass das, Schnaps. Ich möchte nicht, dass er hier spuckt. Lass das nicht, ja! Ich will nicht, dass er hier spuckt. Mach mal A, Max, mach mal A. Nein! Max, auch so. Nein! Hör auf, er spuckt gleich wieder! Ja, die schmecken halt echt nicht gut. Du isst Hotchip, aber das hier. Das also, Hotchip, der schmeckt ja wenigstens. Der ist halt nur scharf, ne? Aber das hier. Das ist glibbrig. Es ist einfach ein Pilz. Und drittens, das schmeckt einfach nach. Ich kann das nicht beschreiben, das ist einfach eklig. Ich esse auch noch etwas nass. Schnucki, nimm. Gleich kommen Leute noch zwei weitere richtig krasse Sachen, bei denen will ich. Das ist so also. Das ist. Also hier. Eine Schlange. Ich weiß nicht, ob das Nal ist oder was? Nein, das ist ein Fisch. Fuck. Warte, kurz, bitte. Er war tiefgefroren, der Fisch. Nein, nicht das Auge ausstecken, das ist ekelhaft. Emma, Asche auf! Puh, das kannst du nachher im Bio. Jetzt stinkt der auch noch mehr. Ja. Das ist ein Stinkefisch. Ich kann nicht. Warum kann man sowas kaufen? Hör mal, warum wurde ihm eigentlich der Schwanz abgeschnitten? Weil er nicht reingepasst hat. Aber das riecht nach so Sardinen oder so. Nach Fisch? Ja, so. Aber stell dir vor, das riecht nach meinem Arsch, auf den ich drei Wochen lang nicht duschen war. Können wir bitte Messer und Gabel bekommen? Oder Nein. Digga. Mama, ich nehme die letzten Zettel. Puh, das stinkt. Neue Kette? Nein! Bitte. Hier, zieht mal. Oh. Ja. Ich habe irgendwas von dem Fisch an meinem Finger. 10 Euro, wenn du deinen Finger in den Arsch steckst. Zieh weg. Wo meine Finger stecken, jetzt auch noch irgendwas. Esch du! Nein! Gib her, warte. Warte. Max, nein! Das ist ein roher Fisch! Lass das, nicht, dass du einfach eine Vergiftung bekommst. Ja, schmeckt nach Fisch. Aber der ist ganz schön hart, muss ich sagen, ne? Ich glaube, er muss spucken. Ich muss meinen Mund waschen. Bitte auch. Ich muss erst noch meinen Mund waschen, das ist eklig. Esch auch. Habt ihr Mundspülung oder so? Nein. Esch gleich das Ding ab, bitte. Nein! Das ist so witzig. Also das, was da jetzt kommt, das ist das. Du ziehst zuerst. Das ist das Letzte und ich vermute mal ekelhafteste. Ich weiß nicht genau, was das ist, ne? Aber warte, ich guck uns nochmal an. Irgendwas vom Ochsen. Oh nein, ich sehe es schon. Lecken. Nein. Ich hab Lecken. Nein. Ich hab Lecken. Nein. Nein. Ja! Ich kann das nicht, ich spuck da nichts. Ja, ich auch. Also ich spuck ihn auch. Also ich kann das auch nicht. Was ist da drin? Ihr wisst einfach scheinbar alle, was drin ist, ich nicht. Du auch. Ja? Es ist diese Frucht, die stinkt. Nein, keine Frucht, die stinkt. Ih, auch noch eine Gabel und ein Messer? Was dann?
Also, wir machen das aber kurz mal auf. Hä? Das sieht aus wie so XXL-Pimini. Ich würde sagen, gib mal Balls, ne? Merkst du, dein Mund stinkt. Warum? Wonach? Was ist das? Das stinkt genauso. Ochsenhoden oder was ist das? Nein. Was ist das? Das ist ein Kalbsmagen. Oh, Junge, das riecht nach Hühnerstall. Das riecht richtig nach Stall, aber das kein Hühnerstall, das ist hier ein Schweine oder. Aber warum kann man sowas kaufen? Also wer kauft sowas auf Ernst? So? Ja, die Asiaten scheinbar, ich weiß es nicht. Mag das irgendjemand? Junge, dann sollen das in Asien lassen und nicht nach Deutschland nehmen, was ist das für eine Scheiße? Aber hier sind doch Leute, die das halt vielleicht essen. Papa, das du magst es bestimmt. Okay, das ist so ein richtiges Papa-Essen. Als ich das gebraten habe, ich dachte, ich spucke. Wirklich, ich musste hier alle Fenster aufreißen, ich konnte das nicht braten. Sah denn das mal so aus? Das war da drauf. Ich weiß ja nicht, was es ist. Also. Oh nein. Ja, nee. Du musst ablecken, ne? Nee. Also ich muss sagen, ich bin gerade richtig froh über meinen Zettel. Ich kann das nicht. Schon, kannst du das machen? Das sieht ein bisschen aus wie. Das sieht ehrlich aus wie XXL-Pimini mit Gestank. Ja. Aber es stinkt. Ja, aber dann denkt ihr den Gestank weg. Ich kann ja die Pfanne wegschmeißen. Schneid das mal kurz. Max, du redest gerade auch so gut, dass ich es ablecken soll. Ich muss die Scheiße essen. Guck mal. Ja, aber. So sieht es aus. Das ist Geschichte. Wie kann man denn so ein Magen? Wie kann ein Magen so aussehen? Ich kann auch nicht. Können wir die so. Das stinkt jetzt noch mehr, weil man das gedreht hat. Ich muss spucken. So stelle ich mir eigentlich unsere Lunge vor. Ach. Ja, auf jeden Fall nicht ein Magen. Das sind so komische Lappen halt da drin. Nee, also nein. Scheiße, das ist der Labenmagen. Oh, das finde ich eine coole. Und dann diese Pickel. Also ich finde. Puh, also. Das ist ein bisschen hart. Ich frage mich ja, wie ihr daneben sitzen könnt. Das ist. Ich rieche nichts gerade. Das springt ja nicht raus aus der Pfanne, ne? Stucki, es stinkt. Also ich würde sagen, das ist wirklich die heftigste Runde überhaupt. Ja, wenn ihr das jetzt, da waren schon die Hühner, also, Hühnerfüße waren nicht schlimm wie das. Wenn du das ableckst und erst da reinbeißt, ne? Kannst du mal sagen kurz, was das gekostet hat? Junge, ich hab das noch nicht mal. Das waren 12, 13 Euro ungefähr. Dann ess das auch. Nein. Das ist furchtbar. Irgendjemand also muss das jetzt essen. Ich darf das nicht, ich habe leider nichts. So, ne? Das ist sonst Lebensmittelverschwendung hier, das machen wir nicht. Nein. Kameramann? Nein, Kameramann. Der, der macht doch, nicht mit. Du bist Fleischfresser. Der macht nicht mit. Du kannst es essen. Ich kann nicht mehr, sonst war's. Nee, kaum einmal reinbeißen. Also ich kann das jetzt ablecken, wenn ich die Nase ziehe. Ich kann das nicht mal angucken und dann ich esse das nicht. Gib mir den Max, gib mir den ganzen Fisch und ich aber das nicht. Der Fisch ist ja noch harmlos dagegen. Nein, er hat doch gesagt. Wirklich, Fisch und die Pilze. Ich guck nur dieses, wie das von innen aussieht und dann muss ich. Also irgendjemand muss das jetzt essen hier. Ich lecke das einmal ab. Warum? Das ist. Allein die Vorstellung, das ist in einem Kalbs, das ist ein Magen. Das ist ein Magen, ja? Man, Kalb. Wo drinnen? Die essen nur Pflanzen, die essen nur Rasen. Ja, aber. Das ist ja in einem Tier drin gewesen. Ja, das ist schön sauber gemacht und ist extra für dich gemacht, damit du es essen kannst. Oder ablecken kannst. Ja, entweder jetzt oder nicht, ne? So, also mach nee, einfach. Nee, nicht. Ich breche. Ja, einfach nur einmal ablecken kannst. Ich kann lieber eine Strafe machen. Oder mach so. Eine Hotchip essen. Ja, dann gib mir einen Hotchip. Jetzt esse ich zwei Hotchips oder so. Das so, Esch, jetzt komm her. Du musst das essen. Ich esse das nicht, Papa. Mach nur ein kleines Stückchen hier mit den Pickeln da drauf, da das kleine. Ah. Papa, wenn das so lecker und faszinierend ist, dann ess du doch. Was ist mit der Kamera los? Ich kann nicht so nah dran. Schnucki, du wolltest schon immer wissen, wie so ein Magen schmeckt, nee, oder? Nee, das wollte ich nicht. Aber wenn ich das ablecke, dann kriege ich Herpes. Vor Ekel. So, also mir wird die Kamera hier zu schwer. Ich gehe jetzt mal wieder zurück, ne? Vielleicht macht ihr irgendwann weiter. Kann ich. Ja, ein paar ablecken kurz. Das ist eigentlich nur Fett, ne? Erst, du musst die Nase nur zumachen. Das ist nicht. Nein, Mama. Wonach schmeckt's? Du verstehst das Problem nicht. Ich guck darauf und muss gucken. Guck mir an, wie viele Schichten das hat. Okay, ich würde sagen, nein, wir lassen es jetzt. Guck mal in eine Pringles-Dose rein von der Seite. Musst du so aufgeschnitten vorstellen, das sieht genauso aus. Auch viele Schichten. Das schmeckt sogar salzig. Mann, nimm doch das hier und drück da nicht noch drauf. Nein, ich will nicht, dass er spuckt gleich. Okay, wir brechen das schon ab. Lass doch einen Daumen nach oben da. Also hättet ihr das gemacht, hättet ihr probiert? Ich kann das nicht. Schreibt ehrlich in die Kommentare, hättet ihr es abgebissen? Ich kann schon verstehen, wenn er das nicht machen möchte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ah! Wow. Er wird so gleich. Lecker. Hat nicht gespuckt, jetzt. Ich bin jetzt hier weg. Ich kann das nicht. Lass das nicht. Ja!
Ich will nicht, dass mach er mal spuckt. Auf, du wächst doch mal ab. Nein. Du wächst auch zu ab. Nein. Er schau auf, er spuckt gleich wieder. Ja, die schmecken halt echt nicht gut. Nein, nicht das Auge ausstecken, das ist ekelhaft. Emma, er schau auf. Puh, das kannst du nachher im Bier. Jetzt stinkt der auch. Ja, so, wahrscheinlich vorstellen. Das riecht aber mit dem Arsch, auf ich 3 Wochen lang nicht zuschwöre. Nein! Max, nein! Nein. 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 Ich kann das nicht, ich spuck da nichts. Ja, ich auch. Also ich spuck ihn auch. Max, du redest gerade auch so gut, dass ich es ablenken soll. Ich muss die Scheiße essen. Guck mal. Ja, aber. So sieht es aus. Das ist Geschichte. Wie kann man denn so ein Magen? Wie kann ein Magen so aussehen? Ich kann auch nicht. Also, ich fange jetzt an. Herzlich willkommen bei Tip Top 2 zu diesem neuen Video. Wir machen heute Lecken, Beißen oder Nichts. Ich habe hier gerade Lecken, er ist gerade Beißen. Ich wollte es behalten.